Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie im Titel oder auf dem Thumbnail schon gesehen habt, ist dieses Video ein Infovideo über Serpexcraft 2. Wie viele von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, habe ich darüber eigentlich auch schon einen Short gemacht, aber da habe ich halt nur den Termin bekannt gegeben, wann ich streamen werde und wann das Projekt losgeht. Und genau, jetzt kommen die Infos und viel Spaß damit. Also, wie ihr mitbekommen habt, am 1. Dezember 2022 ab 18 Uhr bin ich live auf YouTube und werde den Start von Serpexcraft 2 streamen. Und jetzt die wichtigsten Infos. Also, ich bin in einem Team mit Salzstange, Rikes, Benedikt73 und ich. Genau, Salzstange, der streamt ab und zu das Projekt, Rikes, der macht auch Videos dazu und streamt auch. Und bei Benedikt73 bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja. Genau, Serpex ist der Ersteller, wie ihr im Namen von dem Projekt ja schon hört. Der hat das Projekt ins Leben gerufen, das ist jetzt sozusagen die zweite Staffel davon. Bei der ersten war ich auch schon dabei, da waren es ungefähr so 30 Teilnehmer, jetzt sind schon über 50. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, was machst du denn Facecam? Baust du eher oder campst du lieber? Also ich denke, ich werde in Serpexcraft nicht wie letztes Mal. Letztes Mal habe ich nicht besonders viel gebaut, sondern habe einfach eher Farben gebaut oder eben gegen andere gekämpft. Dieses Mal wird es wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Ich werde auch gegen einige Leute kämpfen, vor allem wenn wir angegriffen werden, unser Team. Weil ich glaube, andere Leute, die werden uns viel angreifen und versuchen uns zu töten. Deswegen bereite ich mich im Moment auch mit 1.16 Skywars, wie ihr im Hintergrund ja seht, schon so vor. Genau, und was ich bauen werde, ich werde auf jeden Fall etwas Großes bauen. Was ich noch bauen werde, das weiß ich leider noch nicht. Aber vielleicht so eine Art Kuppel mit irgendwelchen Redstone-Sachen. Genau, und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, auf meinem Zweitkanal, FaceCamView2, sehr kreativer Name übrigens, kommen nicht besonders viele, aber da kommen richtig coole Extra-Videos zu Serpexcraft 2. Vielleicht auch mal so eine Highlight-Folge oder so eine Fails-Folge. Genau, den habe ich euch natürlich im angepinnten Kommentar und natürlich in der Beschreibung verlinkt. Guckt da also gerne vorbei und lasst ein Abo da, um keins dieser geilen Videos mehr zu verpassen. Genau wie hier, also lasst auch gerne hier ein Abo und ein Like da und kommentiert, was ich unbedingt in Serpexcraft 2 machen soll. Weil die erste Folge, denke ich, wird sowas sein. Ich mache ein paar Dinge, die ihr in die Kommentare schreibt. Zum Beispiel Farm am ersten Tag, Full Netherite Protection 4 oder so. Genau, und schreibt es jetzt unbedingt in die Kommentare und dann mal gucken, was ich davon machen werde. Und wenn ihr bei Serpexcraft 2 selber dabei sein wollt und zum Beispiel ein kleiner YouTuber seid, der vielleicht eine größere Community gewinnen will, dann kommen jetzt noch ein paar Infos nämlich für euch. Weil es besteht noch die Chance, dass ihr mitmachen könnt. Dafür müsst ihr einfach nur in den Discord unten in der Beschreibung joinen. Nämlich den Serpex-Discord, also von Serpex. Und da könnt ihr einfach in den Chat schreiben, dass ihr gerne mitmachen wollt und schreibt am besten mal den Ersteller, also Serpex, an. Und dann wird er ein bisschen Kontakt mit euch aufnehmen und dann ist die Chance recht hoch. Zum Beispiel, wenn ihr auch schon Videos mit Projekten davor gemacht habt, dann ist die Chance sehr groß, dass ihr auch mitmachen dürft. Und Serpex hat auf seinem Kanal nämlich schon einen Trailer für das Projekt gemacht. Der ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Weil es ist zwar ein Vanilla-Projekt, aber es gibt so ein paar kleine Kleinigkeiten. Zum Beispiel, es gibt verschiedene neue Strukturen, welche zwar nicht besonders oft generieren, aber welche man eben noch nicht so gesehen hat und dann halt mal was Neues ist. Genau, und es gibt halt noch so ein paar kleine Datapacks, die aber jetzt nicht unbedingt den Unterschied machen, aber die richtig cool sind. Genau, und bis dahin, bis Serpexcraft 2, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und seid unbedingt am 1. Dezember um 18 oder 19 Uhr, weiß ich noch nicht ganz, unbedingt auf YouTube und im Stream dabei. Bis dahin, ciao, ciao!